Ich heiße Sie erneut herzlich willkommen. In diesem Video geht es um das Thema, wie wird eigentlich ein Passwort gecrackt? Anlass ganz klar, in den vergangenen Tagen gab es immer wieder spektakuläre und wirklich angsteinflößende Meldungen über den Diebstahl von Zugangsdaten. Weit über 100 Millionen Datensätze bei LinkedIn, bereits im Jahr 2012 geschehen, aber jetzt zeigen sich erst die Auswirkungen so richtig und weit mehr als 120 Millionen Datensätze bei der Dating-Plattform Badoo. Immer wieder werden von Diensteanbietern im Internet massenhaft Daten entwendet. Die Folgen sind wirklich verheerend. Speichern die Seitenbetreiber die Passwörter und sichern diese nicht ausreichend? In den nächsten 10 Minuten zeige ich Ihnen, wie ein Angriff vonstatten geht, worin die große Gefahr liegt, was die Betreiber der Seiten falsch machen und was sie tun müssen und können, wenn ein Dienst gehackt wurde, bei dem sie angemeldet sind oder waren. Ich habe eine kleine Anwendung entwickelt, die das grundsätzliche Vorgehen zeigt. Sie können die Anwendung herunterladen und das Ganze einmal selbst durchspielen. Sie sehen drei Registerseiten, Ausgangspunkt, Angriff und ein paar Erklärungen. Letztlich erkläre ich hier viel umfangreicher, wie die Sache vonstatten geht, als ich es hier in Textform beschreibe. Links sehen Sie eine Liste von Passwörtern. Das sind die Angaben, die man zum Beispiel dann macht, wenn man sich bei einer Seite einen Account anlegt. Sie legen ein Passwort fest, der Dienstanbieter speichert, und zwar hoffentlich wenigstens das, nicht etwa das Passwort im Klartext, sondern er berechnet einen Hashwert, das ist eine Art Prüfsumme, und speichert diese Prüfsumme dann zum Beispiel mit Ihrem Anmeldenamen, E-Mail-Adresse oder Alias in einer Datenbank ab. Wenn Sie sich dann künftig bei diesem Dienst anmelden und das Passwort eingeben, dann wird aus dem eingegebenen Passwort ebenfalls mit der gleichen Berechnungsmethode ein Prüfwert berechnet. Aus der Datenbank wird jetzt der zum Anmeldenamen passende Prüfwert gelesen und mit dem berechneten verglichen. Stimmen diese beiden Werte überein, dann erhalten Sie Zugang. Wir klicken hier einmal auf Erzeuge Hashwert. Ich habe hier die Methode MD5, Message Digest 5 angewendet. Der wurde zum Beispiel von der Dating-Plattform Badoo eingesetzt. Rechts sehen Sie jetzt die berechneten Hashwerte. Für 1, 2, 3 in der ersten Zeile der Hashwerte, also 2, 0, 2, CB etc. Diese Hashwerte und nicht die Passwörter wurden zusammen mit den anderen Kontoinformationen Ihrer E-Mail-Adresse, dem Aliasnamen, was auch immer, abgelegt und von Hackern entwendet. Wie lassen sich jetzt aus diesen kryptischen Daten die Passwörter wieder rekonstruieren? Wechseln wir einmal auf die Registerseite Angriff. Links sehen Sie ein sogenanntes Wörterbuch. Ein Wörterbuch ist eine Sammlung von möglichen Passwörtern. Sie wurden zum Teil künstlich erzeugt, zum Teil stammen die Inhalte aber auch aus gehackten Nutzerkonten. Der Angreifer hat jetzt zwei Dateien. Dieses Wörterbuch und, ich wechsle noch einmal auf die Seite Ausgangspunkt zurück, die Dateien mit den gestohlenen Hashwerten. Der eigentliche Angriff besteht jetzt darin, für jeden im Wörterbuch vorhandenen Eintrag den Hashwert zu berechnen. Jetzt wird überprüft, ob dieser Hashwert in der Liste der gestohlenen Hashwerte vorhanden ist.
Falls das der Fall ist, ist das Passwort gecrackt, denn der Hashwert gehört zum Wörterbucheintrag, für den wir gerade die Berechnung durchgeführt haben. Ich klicke einmal auf Angreifen. Sie sehen also, die Berechnung wird durchgeführt und sofern die Hashwerte des Eintrags im Wörterbuch mit dem Hashwert der gestohlenen Hashwert-Tabelle übereinstimmen, steht das Passwort jeweils fest. Worin besteht denn hier das Problem? Erstens, die Berechnung der Hashwerte kann man unglaublich schnell durchführen. Sie können die Berechnung parallelisieren. Das heißt, Sie müssen mit der Berechnung für den zweiten Wörterbucheintrag nicht warten, bis die Berechnung für den ersten Eintrag fertig ist. Auf modernen Rechnern mit mehreren Kernen oder in einem Rechnerverbund kommen unglaubliche Geschwindigkeiten zustande. Stellen Sie sich eine Schlange mit 100 Menschen vor. Sie haben eine Liste mit 100 Zahlen, für die die Quersumme berechnet werden soll. In Variante 1 geht man wie folgt vor. Die hinterste Person erhält die Liste und berechnet jetzt die Quersumme des ersten Eintrags. Das Ergebnis wird dem Protokollführer mitgeteilt, die Liste wird an den Vordermann gereicht, der jetzt für seine Zahl die Quersumme berechnet und so weiter und so fort. Man kann sich leicht vorstellen, dass das unglaublich lange dauert, bis alle Quersummen berechnet sind. Variante 2 besteht darin, dass man die Zahlen zu Beginn aufteilt auf die 100 Personen. Jetzt beginnen alle auf ein Klatschen hin mit der Berechnung. Die Herausforderung besteht hier im anfänglichen Aufteilen der Liste und im Einsammeln der Ergebnisse. Wenn alle gleichzeitig das Ergebnis der Quersumme nach vorne rufen, wird es ebenfalls unübersichtlich. Das kann man aber sehr gut in Algorithmen lösen. Die Variante 2 ist, das sieht man schnell ein, um ein Vielfaches schneller als Variante 1. Wer einmal tiefer einsteigen möchte, der findet auf dem Archicrypt-Blog den Artikel Brute Force-Angriff in der Cloud. Das können Sie sich ansehen, da gibt es wunderbare Grafiken, wie man einen Angriff in der Cloud gestalten kann, wie man die Rechenkapazität verschiedener Rechner ausnutzen kann, um Passwörter anzugreifen. Sehen wir uns noch einmal die Registerkarte Ausgangspunkt an. Der Hashwert für das Passwort 123 beginnt mit den Zeichen 202CB. Was denken Sie, geschieht, wenn ich den Hashwert noch einmal berechne? Klar, man erhält natürlich den identischen Wert. Unspektakulär, oder? Was bedeutet das? Man muss eine solche Berechnung für ein Wörterbuch nur ein einziges Mal durchführen. Die Hashwerte und die dazu passenden Passwörter werden gespeichert. Beim nächsten Angriff spart man sich jegliche Berechnung. Es genügt eine effiziente Suche in den bereits vorliegenden Daten. Und tatsächlich gibt es solche vorberechneten Tabellen als Download auf einschlägigen Seiten. Für Interessierte seien die Stichworte Rainbow Tables und Time Memory Trade-off Angriff genannt. Im Übrigen ist ein solches Programm zum Cracken von Passwörtern in relativ kurzer Zeit geschrieben. Es wäre nur ein wirklich kleiner Schritt, das Programm Archicrypt Password Cracker in ein Programm zu verwandeln, welches tatsächlich Passwörter cracken kann. Ich greife hier in meinem Beispiel auf ein Wörterbuch zurück. Damit lassen sich äußerst schnell Erfolge erzielen. Oft geht es jedoch nicht darum, jedes einzelne Passwort zu cracken. Es genügt, wenn man eine bestimmte Menge an Passwörtern crackt. Und das erreicht man mit einem Wörterbuch. Es ist auch nicht so, dass hier in einem richtigen Programm
die Passwörter immer in der angegebenen Art und Weise nur überprüft werden. Man kann zum Beispiel permutieren. Ich führe die Permutation, also man ordnet die Zeichen in einem Passwort in allen möglichen Varianten an und berechnet dafür die Hash-Tabelle. Ich permutiere einmal die Passwörter 123 und QWERTZ und erhalte dann die entsprechenden Wörterbucheinträge, die sich für diese beiden Einträge ergeben. Also auch das ist wunderbar berechenbar und muss, wie gesagt, in diesem Falle ja auch nur ein einziges Mal durchgeführt werden. Alternativ zu dem Angriff mittels Wörterbuch kann man auch einen sogenannten Brute-Force-Angriff starten und für jede nur erdenkliche Kombination an Zeichen den passenden Hashwert berechnen. Das Ganze wird dann, wie leicht zu sehen, ziemlich zeitaufwendig, lohnt aber, weil es ja für alle Zeiten zur Wiederverwendung bereitsteht. Eine solche Tabelle nennt sich Rainbow Table. Was lief in den Beispielen dort, wo also die Zugangsdaten entwendet wurden, falsch? Zunächst einmal hatten Hacker Zugriff auf die Dienste. Das kann man den Betreibern nicht wirklich vorwerfen. Es wird Software eingesetzt. Software ist derart komplex, dass sie niemals fehlerfrei sein kann. Und Fehler können grundsätzlich ausgenutzt werden, um sich Zugang zu Daten zu verschaffen. Allerdings wurden hier zwei wesentliche Elemente aus dem Bereich der Kryptographie missachtet. Eine Berechnung lässt sich natürlich, wie ich das erwähnt habe, nicht verhindern. Wenn jemand sich alle Kombinationen aus Passwörtern zurechtbastelt und daraus die Hashwerte berechnet, wie wollen Sie das verhindern? Allerdings muss man eine Berechnung für einen potenziellen Angreifer so unattraktiv machen, wie nur möglich. Anders ausgedrückt, die Berechnung muss so zeitaufwendig sein, dass ein Angriff in der Praxis nicht zum Erfolg führt. An dieser Stelle nenne ich nur das Schlagwort SALT, Salz. Beim Einsatz von SALT handelt es sich um ein bewährtes Verfahren, um eine Vorausberechnung, wie ich sie eben erläutert habe, zu vereiteln. Was können Sie als Nutzer dieser Dienste lernen bzw. in Zukunft besser machen? Erstens, Sie haben keinerlei Einfluss darauf, was der Dienstanbieter mit Ihrem Passwort macht. Theoretisch könnte er es sogar im Klartext, also vollkommen unverschlüsselt, in der Datenbank speichern. Dumm, wenn dann Ihr Passwort auch an anderer Stelle zum Einsatz kommt, also nicht nur auf pillepalle.com, sondern auch bei Facebook, Amazon oder eBay. Folge: Niemals ein Passwort an mehreren Stellen im Internet einsetzen. Zweitens: Verwenden Sie niemals lexikalische Begriffe als Passwort. Auch nicht in Kombination mit ein paar Zahlen oder Sonderzeichen. Sie haben gesehen, dass es Wörterbücher gibt, Wörterbücher, die durch Permutation und Substitution auch entsprechend in abgewandelter Form zum Einsatz kommen und Sie beim Einsatz solcher Begriffe als Passwort eben sehr groß Gefahr laufen, Opfer eines Angriffs zu werden. Also weg von Wörtern hin zu langen Passwörtern, die aus Groß-Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Das gibt etwas Sicherheit, zumindest dann, wenn der Anbieter das Passwort nicht im Klartext speichert. Drittens, ändern Sie Passwörter für Internetseiten und Dienste regelmäßig. Nicht, weil Ihr heute sicheres 20 Zeichen langes Passwort morgen unsicher ist, dem ist nicht so, Ausrufezeichen, sondern um Hackerangriffen zuvorzukommen. Ein Diebstahl von Zugangsdaten bleibt nicht selten unentdeckt oder wird erst sehr spät bekannt. Dem kommen Sie zuvor, indem Sie regelmäßig die Passwörter ändern. Viertens,
Eigenwerbung, Ausrufezeichen. Archicrypt Password Safe. Wer Archicrypt Password Safe einsetzt, kann von der automatischen Benachrichtigungsfunktion profitieren. Gefährdete Einträge werden im Password Safe markiert und Sie können die Daten ändern. Die zentrale Datenbank von Archicrypt Password Safe wird laufend aktualisiert. Password Safe zieht sich die Informationen im Hintergrund ohne Ihr Zutun automatisch und durchforstet den Password Safe nach gefährdeten Einträgen. Wer den Password Safe nicht einsetzt, muss sich selbst auf dem Laufenden halten und Augen und Ohren öffnen, um entsprechende Meldungen wahrzunehmen. So, das war es wieder einmal. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich etwas Licht ins Dunkel gebracht habe.